Jedes Mal, wenn ich einen Song aus den 90er Jahren höre, frage ich mich, ob das jetzt mein Ende ist. Wir wollten nie wirklich einen Dämon beschwören. Sicher, wir haben den Text gelesen, das Buch befolgt und das Ritual durchgeführt. So dumm es auch war. Aber ich bin mir sicher, dass keiner von uns dachte, es würde funktionieren. Unsere Absichten waren, ich weiß nicht, wir waren genau wie eine Gruppe von Kindern, die in einen Spiegel schauten und ein Monster herausforderten. Der einzige Unterschied ist, dass es bei uns funktioniert hat. Es begann bei einem Flohmarkt. Danny, Rachel, Sophia und ich waren in Rachels Nachbarschaft unterwegs und hatten nichts Besonderes zu tun. Wir waren in Rachels Viertel, weil sie, auch wenn sie es nur ungern zugab, in einer sehr reichen Gegend lebte. Genau dort an der Grenze. Im Gegensatz dazu lebten Sophia und ich beide in der Provinz. Danny lebte praktisch in einem Grenzgebiet. Als wir den Flohmarkt auf dem Rasen einer kleinen Villa sahen, brauchte niemand ein Wort zu sagen. Ich wusste, dass ich sofort anhalten musste, genau wie ich wusste, dass wir kein Geld ausgeben würden. Ich erinnere mich, dass der Morgen für einen Septembertag sehr warm war. Der Himmel war klar und strahlend blau und jeder grüne Baum und jeder Rasen in der Straße war perfekt. Man konnte das frisch gemähte Gras riechen, wie es trocknete und den letzten Atemzug des Sommers freigab. Das war der letzte wirklich sorglose Morgen, den ich je erleben würde. Es ist schon komisch, dass man die großen Veränderungen erst dann sieht, wenn man erst kurz vom Ende steht. Sophia und ich unterhielten uns an diesem Morgen wieder, was gut war. Wir waren im Jahr zuvor zusammen und die Trennung war nicht schön gewesen, aber wir hatten den Sommer damit verbracht, das Schlimmste zu überwinden. Sie und Danny gingen gemeinsam den Gang des riesigen Flohmarktes entlang. Sie hoben einen Gegenstand nach dem anderen hoch und begutachteten ihn. Mixer, Bowlingschuhe, Lampen und Limonadenkrüge aus Glas. Ich sah, wie Danny einen Flaschenöffner in Form eines Surfbretts in seine Tasche steckte. Die Dame mittleren Alters, die in einem Liegestuhl unter einem Sonnenschirm saß, bemerkte es nicht. Damals waren schicke Flohmärkte schlecht bewacht. Ich ließ mich zwischen den ausklappbaren Tischen treiben, auf denen all der Trödel und die Schätze in sauberen Reihen aufgeschichtet waren. Meine Kopfhörer verhinderten, dass alles außer Weezer zu hören war. Ich weiß, dass Pinkerton und Green Album ihre Fans haben, aber Blue Album wird immer mein Favorit sein. Rachel ging neben mir her, nah genug, dass ich ihr Shampoo riechen konnte. Etwas Tropisches mit einem Hauch von Orange und Vanille. Sie trug ein Tanktop und ich konnte die Bräunungsstreifen auf ihrem Schlüsselbeinen sehen, scharf und blass wie ein Keramikmesser. In diesem Sommer waren wir oft als Gruppe an den Strand gegangen. Rachel und ich gingen dicht beieinander, berührten uns aber nicht ganz, obwohl sich unsere Schultern alle paar Schritte berührten. All das ist mir jetzt selbst, fast 30 Jahre später, noch so klar. Es war ein guter Tag und dann sah ich das Buch. Der Einband war aus rotem, rissigen Leder mit schwarzen Buchstaben, die so verblasst waren, dass sie kaum noch Schatten warfen. Es sah alt aus. Ich nahm es in die Hand und blätterte schnell durch die ausgetrockneten Seiten. Sie waren gelb, brüchig und rochen nach Zimt. Das Buch war klein und passte leicht in meine Gesäßtasche. Ich warf einen Blick auf die Frau im Liegestuhl, sie schien zu schlafen. Später im Auto gingen wir unsere Beute durch. Danny hatte die flinksten Finger. Er schaffte es, alle Arten von Schnickschnack und Spielzeug sowie ein gelegentlich recht hochwertiges Zippo aus Edelstahl zu erbeuten. Der Junge war schon immer der schnellste und ehrgeizigste, vielleicht ein Nebeneffekt des Aufwachsens mit Trash-Eltern, die keine Lust hatten, auf ihn aufzupassen. Sophia schnappte sich einen Gürtel und ein Portemonnaie mit Klettverschluss. Rachel nahm nichts mit, was zu einer runden Hänseleien führte. Und ich hatte nur das Buch. Es sollte der größte Hit unserer Aktion werden, mit Danny Sippo an zweiter Stelle. Aber das würde ich erst wissen, wenn wir uns etwas Zeit nehmen würden, um es zu studieren. Nach dem Flohmarkt gingen wir vier zu Sophia, weil ihre Eltern übers Wochenende verreist waren. Wir durchsuchten die Bar und saßen auf ihrer Terrasse, starrten in den Wald und blätterten in meinem neuen Buch.
Der Grund für die Aufregung war das Thema, das das Buch behandelte: Hexerei. Genauer gesagt ging es in einem kleinen roten Band um Dämonen, Dämonologie und dämonische Kommunikation. Es enthielt Dutzende von verschmierten Tabellen und Illustrationen und Porträts. Keiner von uns wusste, in welcher Sprache der Text geschrieben war, aber Rachel vermutete Latein oder Griechisch oder etwas Ähnliches. Rachel dachte, sie könnte es entziffern. Offenbar ging sie mal auf eine gute Privatschule, bevor ihre Eltern etwas veranlasste, in unsere Stadt umzuziehen und sich damit zu verschlechtern. Es sollte keine große Sache sein, nur ein lustiger Abend mit einem lustigen Buch. Wir machten ein Feuer, suchten uns ein Ritual aus dem Buch aus, aßen ein paar Marshmallows und tranken dann ein paar Bier im Wald. Ich erinnere mich, wie der Wind die Blätter von den Bäumen über der Terrasse wehte, während wir uns fertig machten. Ich erinnere mich an das schwindende Licht, an die Sonne, die am Horizont versank und die Schatten um uns herum ausdehnte. Aber vor allem erinnere ich mich an die Stille. Es war, als hielt der Wald den Atem an. An das Ritual selbst erinnere ich mich nur noch verschwommen. Rachel las aus dem Buch vor. Wir hatten ein Lagerfeuer, Kerzen. Ich glaube, es gab auch Weihrauch. Oder, was wahrscheinlicher ist, Potpourri, das aus Sophias Badezimmer genommen wurde. Es roch furchtbar und brannte. Der Moment, an den ich mich am deutlichsten erinnere, ist der, als wir uns abwechselnd mit einem Taschenmesser, das Danny vom Flohmarkt mitgenommen hatte, in den Daumen stachen. Jeder von uns brauchte nur einen Tropfen Blut, die ins Feuer tropften. Die Stille, nachdem wir fertig waren, war tiefer und kälter als alles andere zuvor. Es gab kein Geräusch des Windes und kein Knacken des Feuers. Es dämmerte bereits, aber auf dem Boden waren noch ein paar schwache Sonnenstrahlen zu sehen. Sophia war die Erste, die in Panik geriet. Ich sah, wie sich ihr Mund bewegte, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Und dann versuchten alle zu sprechen, zu schreien, aber wir waren alle stumm. Wir fühlten uns wie in einer Zeitschleife, in der alles nur langsam voranging. Für eine lange Minute dachte ich, ich sei taub geworden. Dann kamen alle Geräusche zurück und wir kamen zurück in die Realität. Verunsichert, aber unverletzt. Die Nacht war im Eimer, aber nicht ruiniert. Unser Ritual und die Stille waren Ausrutscher und wir taten unser Bestes, um wieder in Stimmung zu kommen. Ich bin froh, dass wir das getan haben. Ich bin froh, dass wir den Rest des Abends noch genießen konnten. Es war das letzte Mal, dass wir vier alle lebendig an einem Ort zusammen sein würden. Danny setzte Rachel nach dem Lagerfeuer bei ihr zu Hause ab. Dann gingen er und ich noch ein bisschen in den Park, um zu rauchen. Ich konnte von dort aus nach Hause laufen und bot Danny an, bei mir zu pennen, damit er nicht fahren musste. Aber er versprach mir, sich erst einmal in seinem Auto auszuschlafen. Der Weg nach Hause war zunächst schön. Es war eine klare Nacht mit einem Halbmond, der Schatten auf die Straße warf. Kühl, aber die Brise hatte noch nicht diesen winterlichen Touch. Ich hatte Weezer gegen R.E.M. ausgetauscht und war gerade bei Night Swimming angelangt, als ich dachte, mein Walkman sei kaputt. Der Song fiel aus und ich wartete, wurde langsamer und hielt an. Und ich fragte mich, ob mit der Kassette etwas nicht stimmte. Nach einem Moment zog ich meine Kopfhörer ab und stellte fest, dass ich von einer seltsamen, vollkommenen Stille umgeben war. Es gab kein Rascheln von Blättern, keine Schritte meiner Füße auf der Straße, kein Zirpen von Grillen oder irgendetwas anderes. Ich versuchte zu sprechen, aber meine Stimme war stumm. Ich war wieder in der Zeitschleife gefangen. Alles fühlte sich wie in Zeitlupe an. Doch am Ende der Straße bewegte sich etwas. Es war schwer, klar zu sehen, und ich war immer noch durch die unerklärliche Stille abgelenkt. Aber mein erster Gedanke war: Ist ein Pferd von einer Koppel abgehauen? Die Gestalt war massiv und konnte leicht mit einem Pferd verwechselt werden. Als sie jedoch unter eine Straßenlaterne trat, sah ich, dass es sich um eine Art Hund handelte. Es war mit Sicherheit der größte Hund, den ich je gesehen hatte, und er ging langsam auf mich zu.
Ich begann zurückzuweichen. Die Farbe des Hundes schien sich von ölschwarz zu nebligem Grau zu verändern. Und mit jedem Schritt, den er machte, wurde er größer. Ich rannte. Es war eine surreale Abfolge von Momenten. Es gab immer noch kein einziges Geräusch. Weder das Aufschlagen meiner Schuhe auf dem Asphalt, noch das Pulsieren meines Pulses, das wie ein Wasserfall hätte klingen müssen. Ich sprintete die stille Straße hinunter, zu verängstigt, um zurückzublicken. Auch wenn ich die Schritte des Dinges nicht hören konnte, wusste ich, dass es näher kam. Meine Beine und meine Lunge brannten. Der Wind schlug mir ins Gesicht. Jetzt die Geräusche kamen mit einem Mal zurück. R.E.M. flüsterte aus den Kopfhörern, die ich um den Hals trug. Ein paar Blocks weiter schrillte irgendwo eine Autoalarmanlage auf. Ich riskierte einen Blick zurück und sah, dass der Hund verschwunden war. Trotzdem wurde ich nur ein wenig langsamer. Dann drehte ich mich um und ging rückwärts, um in den Schatten entlang der Straße nach dem Tier zu suchen. Nichts. Ich schlich mich durch das Fenster in mein Schlafzimmer und schwor mir im Stillen, nie wieder high zu werden. Ich schlief mit meinen Kopfhörern und R.E.M. auf leiser Stufe ein. Der Schlaf war nicht gut, zu voll von Träumen, von verdrehten Dingen. Meine Eltern weckten mich früh, was mir an einem Samstag geradezu frech vorkam. Doch bevor ich mich beschweren konnte, sah ich ihre Gesichter. Sie hatten eine traurige Nachricht für mich. Sophia war nicht mehr am Leben. Danny, Rachel und ich trafen uns an diesem Nachmittag im Park. Wir sahen alle furchtbar aus. Sogar Rachel, die immer perfekt gekleidet war, hatte dunkle Tränensäcke unter den Augen und einen schläfrigen Blick. Danny sah aus, als wäre er von einem Lastwagen überfahren worden. Er trug eine Sonnenbrille, aber ich hatte das Gefühl, dass seine Augen total blutunterlaufen waren. Eine nicht angezündete Zigarette hing an seinen Lippen. Er schaute sich immer wieder an dem Tisch um, an dem wir saßen, angespannt und verkrampft. »Zerfetzt«, sagte Rachel, »das erste gesprochene Wort, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Zerfetzt, von Tieren, im Wald, vor ihrem Haus. Gott, wie konnte das nur passieren?« Danny schnippte endlich sein gestohlenes Zipper auf und zündete sich eine Zigarette an. »Naja, wir wissen, wie das passieren konnte. Wir haben es doch gerufen.« »Du glaubst doch nicht«, sagte ich, nicht sicher, ob ich das jetzt selbst glauben sollte. »Du glaubst doch nicht, dass das jetzt ein Dämon war.« Danny nuckelte eine Weile an seinem Filter. »Ich weiß es nicht, Billy Boy. Ich weiß es ganz sicher nicht. Was ich aber weiß, ist, dass mich letzte Nacht etwas gejagt hat. Etwas Böses.« Rachel und ich tauschten einen Blick aus. Sie sprach zuerst. »Mich auch. Eine Art, ich weiß nicht, Berglöwe vielleicht?« »Hier?« fragte Danny und gestikulierte durch den Park. »Siehst du irgendwelche Hügel in der Nähe?« »Abgelegen«, sagte ich. »Mich hat auch was verfolgt und das war ein Hund.« »Okay, für mich sah es aus wie ein Bär«, sagte Danny und warf seine ausgedrückte Zigarette auf den Kiesweg in der Nähe. »Ein kleiner Bär, aber er sah böse aus, als ob das dumme Ding Tollwut hätte oder sowas.« Wir drei saßen eine Minute lang in Schweigen. Dann erinnerte mich die Stille an den Abend zuvor und ich widerstand dem Drang, panisch zu meinem Haus zu rennen. »Als du dieses Tiere da gesehen hast«, begann ich, »wurde es da ruhig?«, beendete Rachel. »Das wolltest du doch sagen, oder?« Danny nickte. »Stille. Es war, als ob alle Geräusche der Welt in einem Abfluss verschwunden sind und nur absolute Stille übrig blieb.« Er nickte vor sich hin. »Also gut, dann war es ein Dämon, der hinter uns her war. Ein Dämon, der Sophia erwischt hat.« Ich rutschte unruhig hin und her. »Ich glaub das jetzt nicht.« Danny hob eine Hand in einer »Lass-mich-ausreden«-Geste. »Sagen wir einfach, es war etwas Übernatürliches. Die Stille ist der Grund, warum wir wissen, dass es angreifen wird. Er scheint hinter uns allen her zu sein, die nun, naja, hinter allen, die mit ihm verbunden sind, zur gleichen Zeit.« »Okay, und warum hat er dann nicht alle von uns geholt?«, fragte Rachel. Ich war überrascht, als ich spürte, wie sie meine Hand drückte. »Warum hört es auf, nachdem es Sophia geholt hat?«
Danny starrte auf den Boden. »Ich weiß nicht, vielleicht will es immer nur einen auf einmal. Vielleicht ist es wie eine Schlange und er muss nur ab und zu mal fressen.« Rachel schluchzte und ich warf Danny einen bösen Blick zu, antwortete aber nicht. Er suchte die Baumgrenze ab, lehnte sich dann vor und klopfte dreimal gegen den Picknicktisch. »Ihr habt das auch gehört, oder?« fragte er. Wir nickten. »Okay, gut, gut. An der Stille werden wir erkennen, dass es in der Nähe ist, wenn alle Geräusche verstummen. Egal, wo ihr seid, egal, was ihr tut. Rennt einfach weg.« »Okay, wohin rennen?« Danny dachte darüber nach. Kirche, sowas, glaube ich. Tempel, Kloster, ausgehöhlter Boden, Mann, was auch immer am nächsten ist. Du rennst, versteckst dich und wartest halt. Ich wette, es kann halt nur nachts jagen oder sowas.« »Okay, wie kommst du jetzt darauf?« fragte Rachel. »Das ist doch immer so. Dämonen jagen immer in der Dunkelheit.« »Okay, ich wusste nicht, dass du ein Experte für Dämonologie bist«, sagte ich, aber ich widersprach nicht. Danny war der Erste, der ging. »Ich werde jetzt in der Bibliothek etwas recherchieren. Bleibt einfach wachsam. Wenn ich recht habe, wird der Dämon heute Nacht wieder angreifen.« Für den Rest des Tages fühlte ich mich krank und beobachtete aufmerksam, wie die Sonne tiefer sank, während ich meinen Walkman auf Maximum drehte. Sobald die Musik aufhörte, würde ich weglaufen. Es gab eine Kirche, zwei Blocks von meinem Haus entfernt. Ich sagte meinen Eltern, ich müsse spazieren gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen, damit ich bei Sonnenuntergang in der Nähe sein konnte. Sie machten sich Sorgen um mich und nahmen mir das Versprechen ab, nicht zu spät nach Hause zu kommen, da es immer wieder zu Tierangriffen kommen könnte und so weiter. Als die Sonne unterging, saß ich auf den Stufen vor der Kirche, mit Kopfhörern um den Hals, aber immer noch mit lauter Musik. Nachdem ich eine Stunde lang unter der schwachen Verandabeleuchtung der Kirche gesessen hatte, stand ich auf und ging langsam nach Hause. Das war der schlimmste Teil, der Teil, an den ich nicht gedacht hatte, der Teil, an dem ich am verletzlichsten war. Ich bewegte mich in schnellem Tempo, immer bereit, auf den Fersen umzudrehen und zu sprinten, wenn meine Musik aufhörte. Letztendlich passierte in dieser Nacht aber nichts, außer dass meine Schlaflosigkeit ein wenig stärker wurde. Auch in der Nacht danach passierte nichts, oder in der Woche danach, oder in den nächsten Monaten, dann in den nächsten Jahren. Ich wurde unvorsichtig. Es war so einfach, das Ganze an einen zufälligen Angriff abzutun und dass wir drei nur schlecht geträumt hatten. Dann auf den Tag genau, 5 Jahre nach Sophias Ableben, hörte meine Musik auf zu spielen. Ich saß auf meiner Terrasse und beobachtete die Sterne in der Nacht. Nach dem Schulabschluss lebten Rachel, Danny und ich uns auseinander. Rachel ging auf die Universität. Danny war beim Militär und wurde, soweit ich weiß, wegen Drogenbesitz entlassen. Gleich nach der Highschool machte ich mich zusammen mit meinem Bruder selbstständig. Dachdecker arbeiten, Hausrenovierung und allgemeine Bauarbeiten. Ich verdiente damals gutes Geld für einen Mann Anfang 20. Ich erinnere mich, dass ich in der Nacht, in der er zurückkam, ein Bier trank und die Slim Shady LP hörte. Ich hatte meinen Walkman immer noch überall dabei, obwohl ich inzwischen auf die CD-Version umgestiegen war. Es war mehr aus Gewohnheit, ich dachte selten an Sophia, abgesehen von einem gelegentlichen Albtraum. Aber sobald die Musik beim ersten Refrain von Role Model verstummte, stand ich auf und sah mich in meinem Garten um. Ich hatte das Haus erst im Frühjahr gekauft und liebte meinen Garten. Er war eingezäunt und wurde von großen Flutlichtern am Haus hell erleuchtet. »Hallo?« versuchte ich zu rufen. Die Stille war wieder da. Sie war alles. An einer Ecke des Zauns bewegten sich Schatten, sehr viele Schatten, winzige, huschende Dinger, schwarze Flecken auf dem Zaun. Ich spürte ein Brummen zwischen meinen Zähnen, obwohl ich es nicht hören konnte. Ich rannte zu meinem Haus. Nur wenige Sekunden, nachdem ich die Glastür geschlossen hatte, schlugen die Kreaturen wie Hagel ein. Die Dinger sahen aus wie eine Kreuzung zwischen einer Wespe und einer Fledermaus. Sie hatten glatte, kugelförmige Körper mit segmentierten Augen und zerfetzten Flügeln. Genau wie der Hund von vor 3 Jahren veränderten sich die Käfer, je nachdem, wie ich sie ansah. Manchmal waren sie schwarz, manchmal braun und manchmal dunkelrot. Ich wich zurück, als sie wieder und wieder gegen das Glas prallten.
Es bildeten sich Risse und dann zogen sich Spinnweben über die Tür. Ich sprintete den Flur entlang und überlegte, in welchen Raum ich mich einschließen sollte, als ich das Glas zersplittern hörte. Es dauerte 2 Schritte, bis ich es merkte. Ich hörte es zerspringen. Die Stille war vorbei. Ich schlüpfte trotzdem ins Badezimmer und verbarrikadierte die Tür, indem ich ein Handtuch unter die Naht schob, um sie vollständig zu verschließen. Nachdem 10 Minuten lang keine Spur von den Kreaturen zu sehen war, ging ich raus, um den Schaden zu überprüfen. Die Tür, die zu meiner Terrasse führte, hatte sich in einen Haufen Glasscherben auf dem Boden meines Esszimmers verwandelt. Ich starrte sie an, bis mich das Klingeln meines Telefons aus meinen Gedanken riss. »Hallo?« flüsterte ich und schaute meinen Garten. »Oh Gott sei Dank«, sagte eine vertraute Stimme in der Leitung. »Dir geht's gut. Billy, du bist doch okay, oder?« »Ja, ich glaub schon. Wer ist denn da?« »Ich bin's, Rachel.« »Rachel?« »Ja, ich bin's wieder. Billy, hast du...« »Ja«, sagte ich und schob das Glas mit meinem Fuß weg. Es war gerade hier. Es gab eine Pause. »Okay, ich hab dich zuerst angerufen«, sagte Rachel. »Danny.« Meine Brust tat weh. »Ich ruf ihn an und dann rufe dich gleich zurück, okay?« »Okay, ruf an, sobald du kannst.« Ich versprach es und suchte in meinem Kontaktbuch nach einer Telefonnummer für Danny. Die erste, die ich versuchte, war nicht erreichbar. Die zweite klingelte mehrere Minuten lang, bevor ich auflegte. Ich rief Dannys Eltern an und bestätigte, dass die zweite Nummer richtig war und er zu Hause sein sollte. In der nächsten Stunde versuchte ich, die Nummer alle 10 Minuten mit demselben Ergebnis anzurufen. Als ich Rachel zurückrief, wusste sie genau wie ich, dass wir sehr bald zu einer Beerdigung in unserer Heimatstadt fahren würden. Es hieß, Danny sei an einer Überdosis gestorben, und die meisten Leute glaubten das auch, aber sie haben uns nie genau gesagt, welche Drogen es waren. Seine Beerdigung fand in einem geschlossenen Sarg statt. Ich stellte mir immer wieder vor, wie hunderte dieser Wespendinger, jede so groß wie ein Schweizer Taschenmesser, über meinen Freund herfielen, ihn stachen und bissen und seine Adern mit Gift füllten. Sie fanden seinen Körper auf einem Friedhof, nicht weit von seinem Haus entfernt. Später erfuhr ich von einem befreundeten Polizisten, dass es so aussah, als sei er in Richtung Kirche gekrochen, als er starb. Er wusste nicht einmal, ob das funktionieren würde, aber ich schätze, das war seine zweitbeste Hoffnung, außer dass der Dämon einen von uns zuerst erwischt. 5 Jahre zwischen den Angriffen, 5 Jahre zwischen dem Lagerfeuer und dem Ritual, das wir alle für albernen, gruseligen Mist hielten, und 2 Beerdigungen. Rachel und ich vereinbarten, eine Weile in der Nähe zu bleiben, um uns gegenseitig im Auge zu behalten. Wir haben nie wirklich darüber gesprochen, was wir tun würden, wenn der Dämon wieder auftauchte, abgesehen davon, dass wir uns auf den nächsten heiligen Boden begeben würden. Rachel war noch nicht lange mit der Schule fertig und bekam einen Job in unserer Heimatstadt, nur vorübergehend. Aus dem Provisorium wurde 1 Jahr, dann 5 und immer noch gab es keine Spur von dem Dämon. Ein Teil von mir, ein großer Teil, versuchte sich einzureden, dass es vorbei war. 2 waren genug, hoffte ich. Welche Aufmerksamkeit wir auch immer auf uns zogen, was auch immer wir beschworen, waren 2 genug und jetzt war es vorbei. Ich habe das nie wirklich geglaubt, aber was war meine andere Option? Zu akzeptieren, dass das nächste Mal, wenn es auftauchte, entweder ich es sein würde oder meine Frau? Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie Rachel und ich trotz all unserer Bemühungen zusammenkamen. Aus Strategiesitzungen wurden Kaffeetreffen, dann Sushi-Dates, Kinobesuche, Ausflüge und eine Hochzeit, die der zweitschönste Tag meines Lebens war. Dann kam Rhea auf die Welt und ich hatte Angst, dass ich vor lauter Glück platzen würde. 15 wunderschöne, perfekte Jahre. Das war es, was Rachel und ich vor dem 3. Besuch des Dämons hatten. Ich war im Auto unterwegs, als es passierte. Die Musik war wieder an. Sie war in meinem Leben fast immer an. Aber diesmal kam sie von meinem Handy und der Bluetooth-Verbindung des Autos. Nirvana, glaube ich, obwohl ich mich nicht erinnern kann, ob es Nevermind oder was anderes war. Als die Stille eintrat, schrie ich auf, aber schon bald kehrte Ruhe in mich ein. In meinem Rückspiegel sah ich ein Auto, das mich einholte. Es war schwarz, dann grau, dann rot, je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel.
Mein erster Instinkt war, das Gaspedal durchzudrücken, um den Dämon notfalls bis zum Sonnenaufgang zu verfolgen. Aber ich tat es nicht. Stattdessen nahm ich den Fuß vom Gas. Das Schattenauto hinter mir kam näher. Durch das Fernlicht konnte ich nicht viel erkennen, aber vorne am Lenkrad saß eine menschliche Gestalt. Dann, nachdem ich geblinzelt hatte, waren menschliche Schatten in meinem Auto, die meinen Rücksitz ausfüllten. Gesichtslos, stumm, sich ausstreckend. Ich schloss meine Augen und trat auf die Bremse. Eine Nacht, 5 Jahre, 15 Jahre. Wenn das Muster so blieb, würde Rachel vielleicht noch 25 Jahre mit Rhea verbringen. Oder vielleicht 45, vielleicht ein ganzes Leben. Der Wagen hielt an und ich wartete. Ich fragte mich, ob es wehtun würde. Ich versuchte, mir Rachels Gesicht und Rhea's Gesicht vor Augen zu halten. Wenigstens würden sie in Sicherheit sein. Aber er weiß nicht, was es bedeutet. Er weiß nicht, was es bedeutet. Und ich sage, er ist derjenige, der alle unsere schönen Lieder mag. Und er singt gerne mit. Ich hörte Nirvana aus meinen Lautsprechern und verstand zunächst gar nichts. Dann dämmerte es mir, langsam und schrecklich, dass ich noch am Leben und unverletzt war. Die Stille war verschwunden. Der Dämon hatte mich nicht erwischt. Es stellte sich heraus, dass Rachel die gleiche Entscheidung wie ich getroffen hatte. Nur war sie besser darin. Sie war mir immer einen Schritt voraus, selbst als ich noch jung war. Wir haben sie letzte Woche an einem schönen, bewölkten Tag beerdigt. Rhea hat bis heute nicht aufgehört zu weinen. Ich auch nicht, obwohl ich versuche, nur zu weinen, wenn ich alleine bin. Ich weiß, dass sich Rhea's Augen irgendwann trocknen werden und ich werde alles tun, was ich tun kann, um ihr ein schönes Leben zu ermöglichen. Eines, in dem sie jeden Tag Geschichten über ihre Mutter hört. 25 Jahre, vielleicht mehr, aber wahrscheinlich nicht. Jeder Tag ist ein Geschenk, das Rachel mir gemacht hat, aber auch eine Forderung. Kümmere dich um unsere Tochter, lass sie wissen, dass sie geliebt wird. Und wenn die Stille wiederkommt, sei bereit. Bis dann, Rachel.